So, machen wir das doch gleich so. Oder ist das hier die Front? Ah, ich glaube, das ist die Front, ne? Ja, mach mal so. Bäm. Sehr, sehr Ein cool. extravagantes Bauvorhaben. Sind Sie dem wirklich Oh. gewachsen? Eine neue Dame. Skylar Baines. Geschmeichelt von unserem Plan, die Konzernzentrale zu errichten, erkundigt sie sich, ob wir Ich sofort mit den billige das. Bauarbeiten beginnen werden. Ein totaler Baustopp kostet Sie ein Vermögen. So, und jetzt seht ihr, jetzt müssen wir hier halt immer Ressourcen ankarren. Für die erste Stufe ist noch relativ einfach. 20 Werkzeuge, 20 Bauzellen. Das müssten wir relativ schnell beisammen haben. Jetzt muss ich Wenn nur mal Ihre gucken. Logistik versagt, wird dieser Bau nie fertig. Na, ich glaube, da müssen wir aber erstmal ein Warenlager in die Nähe stellen. Ah komm, hier können wir uns doch die geilen Straßen. Oder warte mal, die Techs haben eigentlich coolere Straßen, damit es ein bisschen edel aussieht. Oder kann ich die schon bauen? Hier, das wären die Vaterpromenade. Haben wir sowas hier auch eigentlich? Nö, ihr habt nicht solche coolen Straßen. Und dann bauen wir hier die Vaterpromenade hin. Wie viele Leute hier? So, und dann kann ich nämlich hier. War das nicht? Warte mal. Sah das nicht? War das nicht so, dass das cooler aussieht, wenn man so nebeneinander baut? Ah ja, tatsächlich. Seht ihr? Da kommt hier sowas zwischen rein. Dann sieht das sehr viel schicker aus. Das mache ich jetzt hier auch mal. Und hier kostet jetzt ein bisschen Geld, aber wir haben ja genug. Oh, hat er Keine jetzt schon? Ah, Zwischenfälle jetzt hat er schon. bisher. Okay, der wird also doch beliefert. Gratulation. So, und noch eine Fahrerpromenade. Können wir jetzt hier leider nicht mehr zweispurig machen. Aber egal. Hier wird effizient gearbeitet. Weiter so. Tja, natürlich. Ihre Baustelle scheint gut organisiert zu sein. So. Oh. Oh shit. Wo Jemand kostet das? Interesse an einem guten Geschäft? Oh, schaut mal. Das beeinflusst die Ökobilanz negativ. Ah. Und sind Sie noch im Zeitplan? Bei diesem Natürlich. Geschäft können wir uns beide eine goldene Nase verdienen. Ich soll 20 Tonnen Stahl beliefern, bekomme dafür Lizenzen und Carbon. Habe ich so viel überhaupt da drüben? Oh ja. Na gut, dann machen wir das halt. Oh, guck mal, und ich habe hier immer noch schon wieder ein Schiff mit Gourmet-Menüs. Immer noch von den ganz alten Missionen. So. Lad mal ab. Und wieder zurück. Dann holen wir uns den Stahl. So, und bist du jetzt mal langsam fertig hier? Ist ja Wahnsinn, wie lange der braucht. Keine Ahnung, wie viel Ölpesten hier sein müssen. Oder Pestilenzen. Das müssen ja fast schon mehrere sein. So, Stahl. 20, ne? Jo, und du bist hier? Dann check mal da mal hin. So, sind wir jetzt schon bei Stufe 2. Logistik, motivierte Mitarbeiter, so führt man ein Vorhaben zum Erfolg. Ah nee, guck mal her, wir brauchen für die erste Bauphase viel mehr. 300 Werkzeuge und 160 Ich nehme an, Bauzellen. Sie hatten Erfolg. Sehen Sie es an. Also ihr seht, da ist es noch nicht getan damit. So, 30 Carbon, das ist erfreulich. Es gibt dann wieder ein bisschen Geld. So, jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich da mal wieder Bauzellen hier drüben anschleppe. Werkzeuge produzieren wir ja selbst. Kann ich mal die Waffenproduktion wieder stoppen, damit die hier auf vollen Touren arbeiten können. Hier wird effizient gearbeitet. Weiter so. Alter, aber 300, das ist der Wahnsinn. Hatte ich gar nicht in Erinnerung, dass da so viel ist.
Achso, da sind wir noch ein bisschen beschäftigt, glaube ich. Ah, wir sind fertig. Wir haben die Ölpest beseitigt. Hooray. Sunset macht sauren Boden. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, aber guck mal, wir sind immer noch bei 105%. Wegen des Senatseffekts. Hm? Hier wird effizient gearbeitet. Weiter so. Weiß ich gar nicht. So, aber wir brauchen auf jeden Fall massig Bauzellen hier drüben. Und für die nächste Stufe braucht man dann natürlich auch Beton und die Materialien, also die Qualität der Materialien, die man braucht, die steigen natürlich auch. Von Stufe zu Stufe. So. Fahr du mal da rein. Und hol das Zeugs. Derweil, wie sieht's hier eigentlich mit dem Eisen aus? Wunderbar. Bekommen wir jetzt doppelt geliefert von da oben. Habe ich hier noch eine Eisenmine laufen? Hier ist eine Kohlemine. Hier ist Kalksteinbruch. Hier ist noch eine Kohlemine. Und noch eine Kohlemine. Ah ja, ja, wie viel Kohlemine habe ich denn hier laufen? Aber Eisen baue ich jetzt, glaube ich, keins mehr ab, ne? Das wird jetzt alles komplett beliefert aus unseren Dingens. Unseren schwarzen Rauchern. Jo, alles abgeladen. 183 Bauzeilen haben wir jetzt hier gelagert. Die Werkzeuge werden immer so sehen Sie noch im Zeitplan? Peu à peu entnommen. Aber da brauchen wir noch so viele. Bauzellen haben wir jetzt alles. Die Barracuda rät schon. Ja, siehst du? Ich zahle noch. Nochmal. Wie viele Leute hier wohl haben? Guck mal, wie schön die hier alle wuseln. Das guckt man sich ja auch viel zu selten an. Geben sich die Entwickler so viel Mühe, dass die Leute hier alles so schön wuseln und man schaut sich's kaum an. Was ich sagen will, in dieser Suite fehlt noch. Ein Drama. So, auf jeden Fall dürfen wir jetzt nicht mehr unnötig Werkzeuge. Andererseits. Zu Ihren Diensten. Ich habe natürlich noch Möglichkeiten. Registriere Friedensschluss zwischen. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. 40 Tonnen für 12.500 Credits. Bestätigt. Hol ich mal. Lieferung erfolgt schnellstmöglich. Ja, dann hau mal rein, Eve. Ich kann natürlich auch rumfahren und mir Werkzeuge einsammeln. Die Initiative also nicht vergessen. Natürlich nicht. Fahren wir mal da hoch. Und hat der nicht auch noch was? Alles senkrecht. Oh, der hat natürlich auch noch welche. Ja, komm, dann hole ich jetzt mal Werkzeuge, so viel wie geht. Damit wir das schnellstmöglich zum Abschluss bringen. Unser kleines, oder zumindest die erste Baustufe. Mit den weiteren Baustufen wird es natürlich nicht leichter. Besonders wenn man dann so Unmengen an Stahl braucht oder so. So, derweil können wir mal gucken. Was braucht ihr eigentlich so für die nächste? Kriegerische Smog. Auseinandersetzung zwischen Nachbarn beendet. Wir haben Schmuck. Was können wir denn dagegen tun? Bestellte Waren stehen zur Abholung bereit. Habt ihr auch irgendwie ein Gebäude, ihr Text zu beseitigen der Umweltverschmutzung? Oh, nee. Was kann ich denn hier bauen? Na gut, ich könnte noch so ein Teil bauen, aber das. Eine Entsäuerungsstation. Ah, das würde fast schon reichen. Ja, komm. Haben wir da oben schon eine? Dann können wir doch einfach. Ich glaube, die braucht keinen Straßenanschluss, ne? Aber falls doch, bauen wir es halt hier hin. Ich sehe doch, dass Sie an diesem Job interessiert sind.
Waren ohne Scanner. Nee. Hoffentlich. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Ist geschäftlich hier, hm? So. Ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. Dann, guck mal. Jetzt kommt der da oben wieder mit seinem. Ach, ich verstehe dich nicht, Vadim. Du hast doch Militäreinheiten. Aber. Bist nicht in der Lage, dich selbst zu verteidigen. Hier wird effizient gearbeitet. Weiter so. Ah, jetzt sind wir schon, haben wir schon keine Werkzeuge mehr. Ein Engpass. Ist doch egal, woher das Zeug stammt. Ich stell. Hand drauf. So, und dann liefern wir das erstmal ab. Ist das hier eigentlich schon angekommen? Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ah ja, sind schon da. Die 40 Tonnen. Hier wird effizient gearbeitet. Weiter so. So. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Ja, dankeschön. Das kann man ja wieder das Teil kann man ja wieder abreißen, sobald der Bau hier fertig ist. Ich glaube, das dürfte nur die Baustelle sein, die so viel Umweltverpestung erzeugt. So, damit sich unsere Forscher wohlfühlen, bauen wir doch hier noch so ein paar Faderpromenaden. Fader ist übrigens so eine künstliche Intelligenz aus der Kampagne, die ich leider nie durchgespielt habe. Aber ich war zumindest kurz davor, es durchzuspielen, aber irgendwie habe ich dann bei der letzten Mission verkackt und hatte dann keinen Bock mehr. So. Aber irgendwie hat mir bei Anno schon das freie Spiel immer mehr Spaß gemacht. Und so eine Kampagne ist jetzt auch nicht schlecht. Aber die Story, die war auch eher, naja, trivial. So. So, hier kann man auch mal, wir haben auch ein bisschen Platz zwischendrin für Verschönerungen. Aber erstmal jetzt hier die Werkzeuge abliefern. So, und dann schippern wir mal hier hin. Du hast zwar nur 20, aber immerhin. Ein bisschen. So. Ein totaler Baustopp kostet sie ein Vermögen. Was? Skandal. So, aber ich habe doch jetzt wieder genug. Beliefert. Ach, da kommen sie schon an. Einer nach dem anderen. Oh, guck mal. Bum, 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 bum. Hier die Kolonne. Und? Sind sie noch im Zeitplan? Ja, ich bin im Zeitplan. Zeitplan, blablabla. Sie wollen zu mir? Okay, ja, ich will zu dir. Ich möchte das hier kaufen. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. Dann fahren wir gleich hier hin und holen das ab und dann kaufen wir hier unten noch 40. Und dann sollten wir eigentlich genug Werkzeuge haben für die erste Stufe. Keine Zwischenfälle bisher. Schon mal 111 haben wir im Moment. Ah, na, das reicht dann immer noch nicht ganz, glaube ich. Aber wir produzieren ja auch den, parallel dazu. Von daher glaube ich, dass das reichen sollte. Ansonsten kaufen wir halt nochmal dazu. Na gut, U-Boote. Da fehlen uns leider das Limit 3. Naja, ja, aber so eins kostet halt 8, ne? So ein Deep Sea Hunter wäre schon cool. Aber 8 logistische Punkte. Ja, jetzt nimm halt. Warum dauert das so lange? So, hauen wir jetzt hier hin. Go-Go-Schiff.
Der Typ, der baut sich auch keinerlei Verteidigungstürme, ne? Also, falls ich nochmal eine Runde spiele, werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen, mit schwierigeren KI-Gegnern zu spielen. Die hier, die sind ab und zu nervig, aber dann doch irgendwie ein bisschen passiv. Ah, mein aber dann krieg Sie ich wahrscheinlich finden, was Sie brauchen. Plötzlich dann so richtig auf die Fresse. Einverstanden. Das auf dem höheren. Ja, das ist interessant. Ja, du magst, dass ich mit Rufus Thorne zusammenarbeite. Das freut mich. Intelligente so. Logistik, motivierte Mitarbeiter, so führt man ein Vorhaben zum Erfolg. Jawohl, Chefin. Kommt hier die schöne Konzernzentrale hin. Wunderbar. Alarm. Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Habe ich Polizei? Ja. Habe ich Police. So, dann lad nochmal ab. Ah, passt schon gar nichts mehr rein. Passt schon gar nichts mehr rein. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall erstmal geregelt. Was könnten wir jetzt noch machen? Vielleicht zwischendrin mal wieder einen Blick werfen auf unser Lager. Also das funktioniert jetzt. Das funktioniert. Das hat sich auch gesteigert. Ja, Gold. Das mit dem Schmuck ist noch ein bisschen kritisch. Da könnten wir vielleicht noch. Also wie war das nochmal? Goldschmelze, Juwelier, Warnung. Also eine... kritische Mehrheitsverhältnisse, drohende Inselübernahme. Nicht mit mir. Ihr Handeln wird konsequent. Ja, Alter, der Typ, der nervt mich so tierisch, ne? Er kritisiert mich, wenn ich Anteile kaufe. Aber selber kauft er auch welche. Das ist wieder mal typisch Doppelmoral. Typisch. Okay. Dann bräuchten wir wahrscheinlich noch eine Diamantenproduktion. Gold können wir eigentlich auch da oben rausholen. Ich meine hier raus. Okay, und dann brauchen wir Kohle. Wie sieht's denn da aus? Ah, da brauchen wir nochmal eine Kohleproduktion. Nochmal eine Kohlemine. Boah. Krass, was das an Kohle verschluckt. Aber wir haben ja hier eine Eisenerzmine stillgelegt. Und daher macht das nichts. Komm, hauen wir gleich eine rein. Kohlemine. So, und das Gold. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Ja, jetzt zerschießt er dem wieder alles. Optimal. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier alles brauchen. Okay. Warte mal, kann man eigentlich mehrere Black Smoker? Aber was war das eigentlich nochmal hier mit, hier. Erhalte Informationen über Kriegsausbruch. Ja, dessen könnte ich mal wieder so eine Schmutzwasserpumpe bauen. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Oh, was ist hier denn los? Okay, aber noch? Ist das alles bei mir im Bereich? Ja, komm, wegen 2 minus Energie ist jetzt egal. Das ist jetzt nur, weil ich hier gerade was erforsche. Ja, 92%, das ist eh gleich weg. Aber was ich gucken wollte. Feinchemikalien. Beendet die Aktivität eines Black Smokers. Aber den habe ich doch gerade auch nicht gebraucht.
Oder ist der hier irgendwie eingelagert, das Item? Nö.